Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Oh. Völliger. Ah, da vorne ist einer. Ich würde trotzdem gern hier oben lang laufen. Ja, ich habe dich gesehen. Ja. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo hier nochmal Zelte stehen. Ja, willst du mich angreifen? Ich habe jetzt so einen Soda getrunken. Jetzt bin ich wieder so da regiert, jetzt kann ich mir nicht Schild ziehen. So, der ist kaputt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal den Weg auf die andere Seite. Hier oben ist auch nichts los. Echt, wir haben echt uns den unspektakulären Teil der Insel ausgesucht. Ja, aber da, wo unsere Hütte jetzt steht, oder also das Fundament, ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube auch. Halt nur für das eine oder andere, wenn wir was brauchen wie Töpfe und Rehe, müssen wir jedes Mal losziehen. Ja, okay, wir könnten ja auch mal andersrum. Den Berg da hoch und dann wieder an dem Hang runter. Welchen Berg? Da, wo wir die Bäume umgehauen haben. Kommen wir aber auch nur in die Schneeregion. Da waren aber Rehe. An dem Hang. Das? Okay. Na gut, okay, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Rehe. Ich hoffe ja, dass wir jetzt ein paar einfach mal finden. Ich warte mal eben hier auf dich. Da bist du schon. Und dann schwimmen wir da mal rüber. Der Topf ist richtig. Weil sonst haben wir bald keinen Soda-Vorrat mehr. Ja, ich habe doch noch diesen Schildkrötenpanzer-Dingsbums. Ja, aber dazu, also meiner Meinung nach muss das, glaube ich, regnen. Also, wo wir das abends ausprobiert haben, hat es aber lange Zeit nicht geregnet, nachdem wir den gebaut haben. Und es war was drin? Ja. Er war noch nicht komplett gefüllt. Er hat mich auch nicht komplett hier den Durst gelöscht, aber zumindest die Hälfte. Ja, es ist ja mal so ein bisschen drin, ein bisschen mehr. Irgendwann ist das Ding voll. Ja. Push hier trotzdem mal rüber. Vorne ist auch wieder irgendwas gebaut. Wahrscheinlich die nächsten Häuser. Du warst wieder bei mir blub blub blub. Hauptsache hält das Feuerzeug aus. Oh, mir wird langsam kalt. Du bist jetzt darüber geschwommen, oder was? Ja. Du erfrierst doch, bevor du drüben bist, oder? Ich glaube nicht. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich habe genug Stöcker für ein kleines Feuerchen dabei. Ah, ist los, ich schwimme auch. Ich mach's uns hier schon mal warm. Beziehungsweise gucke mal eben hier vorne noch. Was steht hier? Ach, das sind nur so. Okay. Ja, ich baue mal eben ein Feuer, weil ihm ist kalt. Bist drüben, oder? Ja. Ich schwimme mal Luftlinie zu deinem Namen. Gleich mal zack, bin ich weg. Dann muss ich... War dann daheim. Oh, jetzt habe ich das erste Mal Kälteschaden gekriegt, gerade wo es Feuer angeht. Komme ich überhaupt näher? Ich habe keinerlei Anhaltspunkte. Ja, das ist ein ganz schön weiter Weg gewesen. Habe ich auch gerade unterschätzt. Ich sehe dein Feuer schon. Sehr schön. Habe ich vorher nicht gesehen, also ich komme näher. Hoffe ich doch. Kein Fleisch mit nix.
Das hab ich mit. Sogar fertiges. Ah, okay. Sonst hätte ich. Weil wenn schon Feuer, dann rohes Fleisch wäre natürlich auch cool, aber wenn schon fertig ist. Ja, ich habe von dem Trocknungsgestell mir zwei Stück mitgenommen. Das war schlau. Blöder Vogel. Ja, was denn jetzt? Schwimme ich hier gegen den Strom oder was ist das? Endlich, bin draußen. So, nochmal frisch mit dem 500er angeheizt. Habe nochmal 1000 nachgelegt. So, jetzt hau ich mir mal einen Soda in den Kopf. Ja, hau ich mir zwei Snacks rein erstmal. Wir finden ja mit Sicherheit noch welche. So, wenn du aufgetaut bist, sagst du Bescheid. Wie mache ich das? Das denn? Kann dir das sogar so aus der Hand nehmen. Habe ich gerade Perfekt. gesehen. Ja, Hast du es, oder? ich hab's. Konnte dir das direkt aus der Hand wegnehmen. Perfekt. Und wenn du es wieder brauchst, sagst du Bescheid. Ich habe gerade meins gegessen. Okay. Alles randvoll. Ich will jetzt hier was Interessantes finden. Ja, wir sind hier auf dieser Seite. Da. Lauf zu den Containern. Da ist das Ganze. Oh, Oh. geil. Ach, du läufst. Ah! Ich glaube, da sind auch Töpfe. Ey, 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 endlich. Jetzt sind wir richtig auf richtigen. Ja. Und in der Das. Richtung sind die Container und hinter uns kommt ein Dorf mit Töpfen. Auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass hier auch Töpfe lagen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht. Ich glaube, hier sind nur diese Elektronikdinger. Ja, genau, Elektronikdinger. Ach ja. Ja, die brauchen wir gar nicht so zuhauf. Und hier ist noch ein Bild drin in dem einen. Aber hier gibt es richtig große Hier. Gruppen, böse Menschen. Oder eine Containerfrachtliste. Schildkröte. Kannst nicht mehr tragen, weiterpacken. Lass er halt liegen. Entschuldigung, Schildkröte, aber ich will ein bisschen Fleisch mitnehmen. Auch wenn ich den Panzer gerade noch nicht mitnehmen kann. So, es wird hell, das ist schön. So, ich habe jetzt noch mal zwei rohe Fleisch für alle Fälle. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch waldeinwärts laufen, ne? Glaube ich. Ja. Hier sind Flaschen und das ganze Zeug. Oh, korrekt. Das habe ich übersehen. Jede Menge. Und ein Ball. Alol, alol. Ach, da am Strand, ne? Ja. Ja. Steine. Oh ja, Alkohol. Alkohol ist gut. Und noch eine Soda gefunden. Ein Snack, der da drin im Wasser lag. Und eine Möwe geklatscht. Oder wie weit die Federn wegfliegen. Ich will die haben. Egal. Hier waren doch irgendwo diese Koffer noch. Der Hase sieht mich, rennt weg und rennt gezielt in das Meer. Müsste Nach er ja hinten, du eigentlich tot erzählst dich sein. selber, bevor ich es mache. Ah, hast du noch ein paar Koffer gefunden? Jawohl. Und ich glaube, hier waren sogar diese. Nee, waren sie bis jetzt noch nicht.
Wo bist du? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Ach, da hinten noch. Was ist denn das? Ist das ein Haus oder was ist? Das könnte auch das Boot sein, was da hinten steht, ne? Nee, nee, das ist dieses hohe, komische Baugebilde. Oh, was ist das hier für ein Riesen? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oh, ich sehe Stücke mehr Hütten. Tragen. Ich habe ein Lager gefunden. Hier sind die Töpfe. Ich bin auf dem Weg. Luftlinie, ich komme zu dir. Oder ich sag mal so, das ist zumindest Ziel. Ja, hier sind auch die Sportpfeile. Genau. Ich wusste doch, dass das hier irgendwo sein muss. War mir da ganz, ganz sicher. Gut, damit haben wir uns den schon mal gesichert. Noch mehr Sportpfeile, korrekt. Und noch mehr Sportpfeile. Und noch mehr Sportpfeile. Hier sind Rehe. Auch gut. Ganz viele. Ja, wir sind auch auf der richtigen Seite der Insel eigentlich. Und der ist wer? Ja, dann plündern wir ordentlich. Da ist ein Reh. Das schieße ich mir natürlich direkt. Kopfschuss. Oder auch nicht, voll in den Hals. Ja, lauf weg mit meinem Pfeil. War ja nur ein Holzpfeil. Okay, ich nehme den Speer, mit dem geht das deutlich besser. Hä? Das hat ja gerade noch gestanden, das Reh. Weggelaufen oder was? Ja. Alter, das Fliegengeräusch hier. Da ist es. Komm, Bombi. Wir müssen uns gleich ein Feuer machen, um was gegen unseren Hunger zu tun. Das kriege ich hin. Baue ein Feuer. Korrekt. Dann lege ich gleich mal zwei frische Fleisch drauf. Oh, hier stehen wieder zwei Bambis. Alter. Seit wann hauen die ab? Bleibst du wohl stehen? Ich kann nichts mehr tragen an Fleisch. Kann ich irgendwo her. Haben wir Feuerchen? Ja. Perfekt. Auf dem Originalfeuer. Ja. So. Legen wir da mal zwei Stückchen drauf. Na, wo sind sie, die Spacken? So, Essen ist fertig.
Bin auf dem Weg.